Hier ist wieder Felix von Electrofame und heute hier mit dem HTC One M8 Klon. In dem Fall hier eine 1:1 Kopie mit Aufdruck und allem drum und dran. Wir schauen mal einmal ganz kurz hier auf die Verpackung. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, hier eine 1:1 Kopie zu machen. Auf der Rückseite ist es leider auch eine 1:1 Kopie. Also das heißt, die Angaben hier auf der Verpackung stimmen nicht. Also es ist kein Qualcomm Snapdragon 801 Prozessor getaktet mit 2,5 GHz, sondern lediglich ein MTK 6582 Quad-Core Prozessor getaktet mit 1,3 GHz. Und wir haben hier natürlich in dem Fall auch kein Full-HD-Display, sondern wir haben ein HD-Display mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln. Okay, ich würde sagen, das reicht hier auch erstmal an der Stelle. Vielleicht einfach mal direkt einen Blick in die Verpackung. Da haben wir natürlich einmal das Gerät, in dem Fall hier in Kupfer. Es ist allerdings auch möglich, das Ganze in Silber oder in so einem Anthrazitgrau zu bestellen hier. Dann zusätzlich einmal hier eine Schutzhülle, in dem Fall aus einfachem Silikon, durchsichtig, kein Flipcover vorne dran, sowie hier einmal eine kleine Stecker, um den Micro-SIM-Kartensteck, den SIM-Kartensteckplatz und den SD-Kartensteckplatz zu öffnen, zeige ich euch gleich nochmal, sowie hier einmal eine Display-Schutzfolie und einmal hier ein User Manual, in dem Fall wie so oft in Englisch. Also falls ihr Probleme damit im Verständnis habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit anschreiben und wir kommen dann so schnell wie möglich zurück zu euch. Okay, dann haben wir hier des Weiteren einmal hier ein paar In-Ear-Kopfhörer. Die haben sie auch wirklich ganz schön gemacht in dem Fall. Gummierte In-Ear-Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke und hier Freisprechfunktion. So wie hier einmal ein Netzteil, in dem Fall hier amerikanisches Netzteil, also für Leute, die aus Europa bestellen, packen wir natürlich wie immer hier unseren Adapter mit dazu, den kann man dann hier dann ganz einfach so aufstecken und so sieht das Ganze dann aus. Hier einmal ein USB-Eingang, sowie dann hier einmal noch ein Kabel zum Datentransfer, welches gleichzeitig auch zum Aufladen dient. Das ist in dem Fall wie so oft USB zu Micro-USB. Okay, einmal als nächstes ein Blick auf das Gerät selber. Da haben wir hier einmal in dem Fall, wie schon zuvor erwähnt, ein 5 Zoll HD IPS OGS Screen mit dem Fall mit einer Auflösung von 1082x720 Pixeln und wir haben hier einmal die Maße 146,4 mm x 70,6 mm x 9,8 mm. Damit ist das dieser Klon hier fast 10 mm größer vom HTC und das Zubehör, also sprich Hüllen, werden hier höchstwahrscheinlich nicht drauf passen. Das Gewicht liegt hier in dem Fall bei 147 Gramm. Einmal einen ganz kurzen Blick hier drauf. Also wir haben in dem Fall nicht auf der Rückseite wie so oft einen Lautsprecher, sondern wir haben hier in dem Fall auf der Vorderseite unseren Lautsprecher sowie hier oben einmal unseren Hörer. Was wir zurzeit nicht sehen, die LED-Benachrichtigungsanzeige liegt hier hinter der Höreraussparung sozusagen. Und dann haben wir hier neben einmal einen Annäherungssensor sowie einen Helligkeitssensor und einmal hier auf der Vorderseite in dem Fall einen 2-Megapixel-Shooter sowie hier auf der Rückseite einmal einen 8-Megapixel-Shooter. Was wir hier sehen können, ist die eine zweite Kamera, die gerade bei Nahaufnahmen, also diese Kamera ist nicht eigenständig zu benutzen, sondern wirkt lediglich als bei Nahaufnahmen zum Beispiel zur Verbesserung der Qualität dieser Kamera. Das werde ich euch auch später nochmal zeigen. Dann haben wir hier einmal einen Dualblitz hinten, sowie hier einmal natürlich hinten auf der Rückseite das HTC-Logo und einmal hier auf der Oberseite in dem Fall unseren An- und Ausschalter, sowie hier einmal auf der rechten Seite die Lautstärkewippe und so wie wir hier sehen können, auf der Seite auch noch einmal den Micro-SD-Kartensteckplatz. Zum Herausnehmen der Micro-SD-Karte einmal hier diesen kleinen Stecker einfach hier reindrücken und dann kommt das Ganze hier raus. Und wir können hier unsere Micro-SD-Karte reinpacken, ist in dem Fall schon eine drin. So wie einmal hier auf der anderen Seite der Steckplatz für die SIM-Karte, in dem Fall auch die kleine SIM-Karte, sprich der Micro-SIM-Karte in dem Fall.
Und um das zu öffnen, brauche ich auch wieder hier den PIN. Also am besten den PIN immer dabei haben, irgendwie ins Portemonnaie tun oder so. Denn ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Kann man natürlich auch mit einer Nadel machen. Das geht dann alternativ auch. Okay, ich würde sagen, das war es erstmal soweit. Schalten wir das Gerät einfach mal an und checken hier ein bisschen die Specs und die Performance vom Phone. Im Inneren ist hier in dem Fall, wie schon zuvor erwähnt, ein MTK6582 Quad-Core-Prozessor verbaut, getaktet mit 1,3 GHz. Wir haben hier einmal 1 GB RAM zur Verfügung und einmal 8 GB ROM. Das Ganze ist erweiterbar mit Micro-SD-Karten bis zu 32 GB. Im Inneren ist hier ein 1000 mAh Akku fest verbaut, also wir können die Rückseite hier nicht abnehmen. Und das Ganze hier ist HTC Sense 6.0 basierend auf Android 4.3 Jelly Bean. Also wie ihr sehen könnt, die Oberfläche sieht ein bisschen anders aus wie die gewohnte Android-Oberfläche. Einmal vielleicht als allererstes hier einen Blick, sehen wir einmal ganz kurz auf die Notification Bar. Also wie immer, es steht natürlich Wi-Fi, Bluetooth, GPS und der mobile Datenfang zur Verfügung. In dem Fall wird hier 2G und 3G unterstützt. Und einmal als nächstes hier vielleicht einen Blick in die Settings. Wie wir sehen, es sieht auch ein bisschen anders aus hier im Vergleich zu unseren Android-Versionen hier. Vielleicht noch mal ein kleines Stückchen weiter runter, dann sehen wir hier einmal unsere Sprachen. Also da stehen natürlich wie immer weltweit wirklich viele Sprachen zur Auswahl und ich denke, alle Leute, die aus Europa bestellen, werden hier definitiv das Richtige für sich finden. Ist auch nochmal ein guter Zeitpunkt hier, stellen wir direkt mal auf Deutsch um. Dann einmal ein Stückchen weiter runter hier über das Telefon. Da sehen wir hier Android 4.42, also keine Android 4.22 KitKat-Version, auch wenn sie erstmal so angezeigt wird. Ich kann nochmal schon länger drauf drücken. Auch hier sagt es Android 4.42. Wenn wir jetzt nochmal länger drücken, sehen wir hier die animierte Oberfläche und es ist in dem Fall definitiv ein Android 4.3 Jelly Bean. Zeige ich euch aber auch gleich nochmal ganz kurz hier in den Benchmarks. Okay, ich würde sagen, das reicht vielleicht im Moment. Genau, was noch ganz interessant ist, wir haben hier auch keinen physikalischen Home-Button und keine Soft-Buttons, sondern unsere Buttons liegen lediglich hier auf dem Bildschirmoberfläche. Also hier, wie wir sehen können, zurück, Home und Recent Button. Okay, dann einmal einen kurzen Blick hier ins Menü. Wie wir sehen können, wir haben hier schon relativ viele Apps vorinstalliert. In dem Fall natürlich auch wie immer hier der Play Store. Da könnt ihr dann alle eure beliebten Apps direkt aus dem Internet herunterladen. So wie hier noch einmal ein Standardbrowser natürlich. Und ansonsten haben wir hier viele weitere nützliche Apps vorinstalliert. Und leider auch hier, wie wir sehen können, Baidu und Hidi als Junk-Apps, chinesische Junk-Apps. Was wir allerdings möglich ist, die zu sagen, wir deinstallieren die direkt. Und das ist absolut kein Problem. Also, falls ihr hier aus Europa bestellt, deinstallieren wir hier vorher für euch die chinesischen Junk-Apps. Denn die will in Europa natürlich keiner haben. Okay. Ich würde sagen, das auch erstmal hier soweit dafür. Dann als nächstes vielleicht einmal hier einen Blick auf unsere Kamera. Also von der Kamera waren wir wirklich überzeugt. Ich zeige euch einmal hier ein paar Fotos in der Galerie. Ich habe ja gesagt, gerade für Makroaufnahmen wirkt diese zweite Kamera unterstützend und verbessert die Fotoqualität. Und hier haben wir jetzt vielleicht einmal ein Foto von der Katze. Und wenn ich jetzt noch mal einmal ein bisschen näher rangehe, wir können auch noch mal hier auf ein zweites gehen. Also wenn wir hier reinzoomen, wirklich sehr, sehr gute Qualität. Also die Details sind wirklich unglaublich. Ist wirklich eine gute Kamera. Also in der Hinsicht waren wir wirklich, wirklich positiv überrascht. Und auch wenn ich noch näher reingehe, was ja schon fast gar nicht mehr möglich ist, wir sehen also, bis die Fotoqualität hier unscharf wird, das dauert erstmal. Also wirklich 1A Kameraqualität hier in dem Fall. Ich gehe nochmal weiter, hier haben wir noch mal eine Außenaufnahme hier von einer Blume und auch hier sehen wir auch, die Farbgebung ist wirklich schön, schöne Kontraste hier und auch hier, wenn ich reinzoome, also es wird nicht unscharf, das ist wirklich 1A, also kann man für Kameraliebhaber wirklich das richtige Phone, sage ich mal, für Leute, die Fotos machen gerne zwischendurch und auch hier nochmal ein Foto, also ist wirklich gut gemacht. Ich würde euch das gerne vielleicht auch nochmal hier kurz live demonstrieren, denn man kann ja viel erzählen und es könnte ja auch sein, dass wir hier die Sachen
einfach nur so raufgezogen haben. Ich gehe jetzt nochmal hier drauf. Mal sehen, etwas näher nochmal. Okay. Und so sieht es dann aus. Und auch hier, wenn ich reingehe, also wirklich super scharfe Fotos, wirklich gute Qualität. Und wir haben auch die Möglichkeit hier des Burst-Shoots, also sprich, wenn ich nochmal drauf gehe hier auf unsere Kamera selber. Wir können halt Serienfotos machen hier, das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Und wie ihr seht, ich habe gerade schon mal 20 Fotos gemacht. Das ist schon wirklich beeindruckend, mit was für einer Geschwindigkeit hier die Fotos gemacht werden. Also das haben sie wirklich gut gemacht in der Hinsicht, da kann man sich nicht beschweren. Okay, vielleicht als nächstes mal hier einen kurzen Blick auf die Benchmarks. Dazu einmal kurz hier reingegangen. Dann sehen wir hier einmal einen Blick auf den Mood-Checker. Okay, wie ihr sehen könnt, in dem Fall ist das Gerät nicht gerootet. Das heißt für euch in dem Fall, falls ihr Custom ROMs aufspielt, dann verliert ihr die Garantie unsererseits. Dann nochmal einmal ganz kurz zurück hier. Als nächstes unseren Multitouch-Tester. Und wie wir sehen können, wir haben in dem Fall hier ein 5-Punkt kapazitives Multitouch-Display. Nochmal ganz kurz hier als nächstes vielleicht auf die Hardware-Info. Und da werden wir jetzt auch sehen, also auch wenn es hier angegeben ist mit 4.42, ist 4.42 Jelly Bean, was natürlich nicht gibt. Und wenn wir hier unten sehen, auch nochmal 4.42. Also es ist keine KitKat, sondern eine Jelly Bean-Version mit einer Auflösung hier von 1280x720 Pixeln. Das passt auch. Was die Memory angeht, ist diese Info hier falsch, denn es stehen wirklich nur 1 GB RAM und 8 GB ROM zur Verfügung. Also da kann man sich nicht drauf verlassen. Auf der Rückseite haben wir einen 8 Megapixel Shooter und auf der Vorderseite ist es hier mit einem 5 Megapixel Shooter oder 4,9 Megapixel Shooter angegeben, was jedoch nur interpoliert ist. Also 2 Megapixel interpoliert bis 4 Megapixel. Wir haben hier die Mali 400 MP Grafikkarte und es werden 6 verschiedene Sensoren hier unterstützt. Okay, dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir vielleicht einfach mal auf den GPS-Tester hier. Okay, das kann jetzt nochmal kurz dauern. Da müssen wir vielleicht auch nochmal einmal hier in die Notifications gehen, denn das GPS muss natürlich angeschaltet sein. Und da gucken wir mal einmal, wie lange das dauert hier. Ich werde dazu einmal rausgehen und dann komme ich sofort wieder zurück. So, das GPS ist in dem Fall gar nicht schlecht hier. Der erste Fix wurde nach 19 Sekunden hergestellt. Wenn ich jetzt reingehe, geht es natürlich wieder runter. Vorher waren es 6, zu denen hier eine Verbindung aufgebaut wurde. Jetzt sind es nur noch 3. Gleichzeitig habe ich hier eine Genauigkeit von 28 Fuß. Also GPS kann man in dem Fall wirklich nicht sagen. Funktioniert wirklich gut. Jetzt nochmal als nächstes vielleicht einen kurzen Blick hier auf ein Video. Dazu gehen wir nochmal einmal ganz kurz hier auf unseren Dateimanager. Okay. Das ist auch nochmal ein ganz guter Zeitpunkt, um hier die Lautstärke der Lautsprecher zu zeigen. Ich weiß nicht mal, ob das volles Bild ist. Also, hier geht noch einiges mehr. Und wie man sieht, auch wirklich hier, wirklich Blickwinkel stabil. Also auch wenn wir von dieser Seite gucken, können immer noch gut was sehen. Gute Kontraste auch hier. Divine rush, and I believe.
Okay, das soll auch erstmal reichen soweit für den Moment. Also wie ihr sehen könnt, wirklich gute Qualität hier und super Auflösung auch, nicht verpixelt. Okay. Dann vielleicht als letztes nochmal ein Spiel hier, damit können wir auch immer nochmal den Anspruch hier an die Grafikkarte zeigen. In dem Fall Asphalt 8, wie so oft. Und auch hier werdet ihr sehen, also es ist absolut kein Problem für die Grafikkarte, das zu handeln, diese hohen Auflösungen, sage ich jetzt mal. Denn wir haben hier keine Verzögerung oder sonstiges und auch der Kontrast ist hier bei dem Spiel wirklich gut. Ich werde es euch einfach mal zeigen. Okay, das ging in die Hose. Also wie ihr sehen könnt, absolut ruckelfreies Spielen hier, das ist absolut kein Problem für die Grafikkarte hier das zu handeln. Okay, und das soll auch erstmal hier reichen für den Moment. Okay, und dann kommen wir auch schon zum Ende meiner Review vom HTC One M8 Clone. Nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung hier. Wir haben ein 5 Zoll HD IPS OGS Display mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln, ein MTK6582 Quad-Core Prozessor getaktet mit 1,3 GHz, 1 GB RAM stehen zur Verfügung sowie 8 GB ROM. Das Ganze ist erweiterbar mit MicroSD-Karte bis zu 32 GB. Hier ist ein 1700 mAh Akku fest verbaut. Das Ganze läuft auf einer Android 4.3 Jelly Bean Version im HTC Sense 6.0 Look. Wir haben hier eine LED-Benachrichtigungsanzeige direkt hier hinter, einen 2-Megapixel-Shooter auf der Vorderseite sowie einen 8-Megapixel mit unterstützender Kamera für Makroaufnahmen auf der Rückseite sowie hier einmal ein Autoblitz, ein Doppelautoblitz. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ihr Interesse gefunden habt an dem Phone, schaut doch einfach mal bei uns rein, www.electrofame.com. Bis zum nächsten Mal, reingehauen. Ciao, ciao.